So, jetzt ist es irgendwie angewegt. So, hier hinten brauchst du Strom. Hab mich schon gewundert, warum du mir keinen Strom anzeigst. Fang mal eigentlich erst an mit einem Umspannwerk, oder? Das wäre vielleicht endlich mal intelligenter. So, das bauen wir schön außenrum lang. Zack. Oder? Hat das gezackt? Ja. Sturmabwehrfischer überwacht den Kurs und einen treffenden Tropensturm. Who cares? Irgendwas kaputt. Bevor der Tropensturm jetzt loszieht. Irgendwas kaputt. Nee. Alles sieht gut aus. Forschung abgeschlossen. Sturmwarnung. Wir müssen hier nochmal Wasser reinmachen, ne? So. Ich löse mal Alarm aus, oder? Ich löse mal Alarm aus, ich weiß nicht. Kein Strom beschädigt, warte. Dürfen doch eigentlich gar nicht kaputt gehen. Gut, das eine ist Strom, das andere ist das. Ja, das ist alles nicht so schlimm. Fossilien. Wir haben zwei kleine Dilophosauren, aber nicht wirklich großartig. Forschungszentrum. Ich weiß sonst nichts mehr. Machen wir Unterhaltskosten oder so? Keine Ahnung. Kehrt zur Basis zurück. Einmal bitte kleine Reparaturen machen. Ist ja nur einer, der diese kleinen Reparaturen machen muss. Hier unten ist ja noch alles safe. Ein Dilophosaurus ist eigentlich ein Jagdtrieb. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist, man kann ja auch einfach zwei reinmachen, oder? Ist das denn nicht eigentlich, das eine ist für den Es gibt Jagdtrieb? einen neuen Job und ich weiß genau, wer ihn übernehmen Finden sollte. Sie mit Hilfe des Expeditionsvorzentrums ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Ja, klar, ist ja kein Problem. So, die Ziege verstecken wir da hinten. Ey, du hast keinen Strom. Oh, ihr habt alle keinen Strom. Oh, ihr seid alle wieder heil. So, Schutzräume können wir wieder öffnen. Alle schließen. Es ist keiner gestorben, also ist alles safe. Apropos keiner gestorben, vielleicht sollten wir mal hier unten nochmal sowas machen, wa? So ein Sturmabwehrding, wa? Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Es deckt hier denn den täglichen Tagesbedarf von Sturm ab? Warum muss das einen Weg haben, Mann? Keiner will zu dem Sturmabwehrding gehen. Bist noch ein Strom drinne? Ja, bist noch ein Strom drinne. So, forschen. Ja, der macht von mir aus auch Ausbrütungsgeschwindigkeit. Ist zwar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, aber na gut. So, Dilophosaurusse. Wie sieht's? 44%. Und ein Deinonychino. Alter, wo kriegen wir die ganzen Dinos nur her?
Und wann darf ich sie zusammenmixen? Weißt du, so, weißt du? Das ist auch nicht sehr, sind nicht sehr wertvoll, die Dinger hier. Velociraptor, Galantumus, Velociraptor. Zin, Zin, Zin. Er heißt einfach nur Zin. Ja, machen wir mal hier. Da ist auch noch ein, das ist nochmal richtig teuer, wenn sie da hinten hinfliegen, ne? Gut, die haben auch einen weiten Weg mit Helikopter über die ganze, über das ganze Leben fliegen. Hier ist schon ein bisschen hart, ne? Das ist natürlich schon ein bisschen Arbeit hinter, aber gut. So, was haben wir sonst noch Hübsches? Das kann man noch so bauen. Forschung abgeschlossen. Unterhaltskosten. Endlich kein Unterhalt mehr zahlen. Wir haben keine Aufträge. Sind Dinosaurier, großes Wohlbefinden, annehmbare Zufriedenheit. Aha, ihr seid nur annehmbar. Ein neues lebensfähiges Genom, Dilophosaurus. Geil. Geil, Alter, ein Fleischfresser. Fleischfresser sind immer so selten und ich mag auch nicht so gerne Fleischfresser, aber, ne? Ich hätte gerne einen Spinosaurus. Spinosaurus wäre natürlich echt spitze. Ja, Unterhaltskosten. Können wir auch nochmal erforschen wieder. Ausfallschutz wäre vielleicht auch gar nicht mal so unwichtig, oder? Aber Ausfallschutz. Irgendetwas kaputt. Nö, aber du kannst denn hier bei unserem Knacki da hinten. Ja, ich nenne ihn Knacki. Der ist so süß. Hat auch überhaupt gar keinen Jagdtrieb. Ach ne, Jagdtrieb ist ja drinne. Hier liegt ja das Fleisch nur rum. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, eigentlich möchte ich die Dilophosaurier aber nicht mit 50% Leben rauslassen hier, ne? Ich meine, wir haben hier zwar... Was können wir dann an denen modifizieren? Kein Aussehen. Alter, der kostet 500.000, ey. Meine Fresse. Geht mir jetzt noch alles viel zu weit runter. Die kannst du noch gar nicht modifizieren, das Schwein. Okay, wir haben eindeutig... Mit dem, was wir erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Okay, es ist kein Stegosaurus. Es ist ein Hygo-Hygo und ein Chugi-Wugi. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die nicht. Noch eine Aufgabe fertig. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Danke. Geil. Knall die Aufgaben nur so weg, du. Knall die Aufgaben weg. Knall die Aufgaben die ganze Nacht. Knall sie... Was? Hier können wir nach Velos. Ceranthosaurus. Oh, wir können sie jetzt auch hier über... Ah, okay. Ah, okay. Dadurch, dass wir jetzt da aufgemacht haben, können wir jetzt auch überall hier hinten machen. Okay, wusste ich gar nicht. Das ist gut zu wissen. Ja, man lernt nie aus. Man lernt auch, dass die Welt größer als Amerika ist. Das ist auch mal was Neues. Komm. Wir jagen sie dahin. Für den Velociraptor. Und ich hau mir jetzt einen Dilophosaurus hier rein. Sind das eigentlich Rudeltiere? Ich glaube nicht, oder? So, Erfolgsrate haben wir jetzt mal richtig hochgeknallt. Also kann es nur noch was werden. Es kann nur noch. Ob das Ding noch laufen kann oder nicht. Jetzt, wenn wir es da rausschieben müssen mit einem Bagger, ist egal. Dann muss es durch. Kann man eigentlich noch mehr Ankunftsportale bauen? Nee, oder? Kann ich sagen, dass ich meine Insel erweitert haben möchte, weil wir jetzt schon das Maximum der Insel abgeschlossen haben hier? Weil mehr können wir nicht bauen. Wir sind am Maximum angekommen. Warum gibt es bei dem Spiel immer ein Maximum? Das war bei, wir können hier hinten, glaube ich, noch, oder?
Das war bei Operation Genesis auch schon so, dass du nur eine maximale Anzahl von Zäunen bauen kannst. Manno. Ich will einen riesigen Park mit allen Dinos, die es gibt. Und Operation Genesis sagt, nö, pass mal auf, Jungchen, du darfst nur 300 Zäune bauen. Ne, ansonsten geht nicht. Ma. Das war nicht nett. Könnt auch ein Hotel bauen. Wahnsinn. Bowlingbar. Ich würde dies hier bauen. Forschung abgeschlossen. Reduzierte Unterhaltskosten. Das heißt für uns einfach mehr Kohle. Können wir gleich nochmal machen, oder? Ne, doch nicht. Können wir den Sturmschutz machen. Und Ranger-Station, Nachladegeschwindigkeit oder so. Sieht gleich aus, schade. Wir brauchen mal mehr Aufgaben für unseren Isaac. Was hast denn? Ich habe mir das angesehen. Das sollten Sie auch tun. Könnte hart werden, aber wir sind nah dran an den 300.000 die Minute. Wer hätte nicht gern mehr von, naja, allem. Aber Geld ist ein guter Anfang. Sorgen Sie dafür, dass sich dieser Auftrag auszahlt. Verstehen Sie? Auszahlt. Oh, stirb. Velociraptor, meiner. Schicken wir sie gleich wieder hin. So, wie sieht's aus? Are you, nein. Ich wollte gerade sagen, are you ready? Aber nein. Sinoceratops, weiß ich noch gar nicht, wo wir die herbekommen für den. Dann haben wir ja hier die Insel ja wirklich auch wirklich bald abgeschlossen, jetzt wo ich herausgefunden habe, wo wir auch die Velociraptoren und so herbekommen. Hiervon haben wir ja schon alles, ne? Erhöht sich unsere Transportbewertung. Dinosaurier kann freigelassen werden. Dilly! Da ist er. Hallo! Hallo? Hallo? Er sieht nicht begeistert aus. Er sieht aus, als ob er... Ah! Lass das, du giftspuckendes kleines Ungeheuer, oder ich fahr dich über. Wald. Okay, er möchte Wald. Wald kriegen wir aber hin. Wald ist das kleinste Problem. Ich frage mich, ob der Ziegen tötet, oder? Nämlich mal ernsthaft. Alter, und wieder Ziegen tötet, die Sau. Alter. Njam, 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 njam. Oh, lecker Ziege. Das Marker. Ich hätte ihn gerne spritzen sehen. Abspritzen. Abspritzen sehen? Giftspritzen sehen. Auftrag abgeschlossen. Lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Oh, oh, was macht er? Was macht er? Din, 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 din. Er kann nicht mehr. Welche süß. Ja, zack, ab dich, Alter. Ah, stirb. Er läuft hier erstmal rum und tötet alle Ziegen, weißt du? Da kommt er ja gar nicht drauf klar, dass da Ziegen mit in sein Gehege sind. Velociraptor, Velociraptor und das Geilste, was es gibt, Platin. Bewahren wir auf. Für die nächste Insel. Aber wir können sie noch losschicken, ne? Der hat doch einfach nur aus Spaß getötet, ey. Voll das Monster. Kann doch nicht sein. So. Veli. Veli, Veli, Witzi. Können wir noch nicht. Können wir nicht. Gut, war ja auch klar, dass wir den nicht nach ein paar Sekunden kriegen. Das war ja schon klar, ne?
Ausfallschutz. Das ist gut. Noch was abgeschlossen. Ja, erforsche es von mir aus. Ich brauch's nicht wirklich. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Eine Einschienenbahn. Nee. Entschuldigung, ich brauch einfach keine Einschienenbahn. Dafür ist die Insel einfach zu klein. Als wenn ich da eine fette Einschienenbahn jetzt rüberschieben kann. Das ist ja Quatschkram. Neues lebensfähiges Genom. Velociraptor. Hallo. Wie sieht's eigentlich aus? Magst du Freunde oder so? Sozial? Wir können doch mal einen weiteren von denen dazu holen, oder? Wäre ja auch sonst ungerecht, wenn die nachher gegeneinander kämpfen sollen. Ein Dillo gegen einen Velociraptor ist ja ungerecht. Deswegen machen wir zwei Dillos gegen einen Velociraptor und das ist schon ein bisschen gerechter, glaube ich. Oder? Sagen wir ja. So, Ruf. Forschungstempo und hier... Ja, hier, Wissenschaft haben wir alles erledigt. Sabotagerisiko, ich finde das so süß. Mittleres Kraftwerk. Forschungstempo, ja, es sind aber nicht alles. Ist nicht alles wirklich sehr spannend, was sie da haben. Ich finde Wissenschaft immer noch am coolsten. Hat irgendwie immer noch am meisten Stil. Ja, konnten wir nicht noch bis hier hinten hinbauen? Nein! Warum? Alter Schwäche, wa? Anki! Anki, 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 was ist nur? Okay, machst du mal bitte das, was ich dir befehle? Was dein Gott dir sagt? Ich bin dein Gott. Hey, 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 ich bin dein Gott. Oh ja. Hurra. Nein, Anki. Und sie fressen daneben. Jetzt flippen sie aus, weil sie bemerkt haben, dass Anki tot ist. Außer der. Der ist einfach knallhart. Der war schon immer knallhart. Den ist das völlig egal. Anke, unser Ankylosaurus, ist tot. Ich finde, das passt einfach immer, diese Musik dazu, wenn sie den hochheben. Ich weiß gar nicht, wie das war beim ersten. Transportiere Produkte. Ja, wohin? Gibt es hier noch eine Insel, wo die Toten gelagert werden? Oder werden sie wirklich ins Meer geschmissen? Ich transportiere. Genau, nochmal schön am Hotel vorbei und über die anderen Dinos, damit sie ganz genau wissen, wenn sie sich nicht benehmen. Hier noch ein toter Dino? Warte mal, ich hab noch einen toten Dino. Ich hab noch einen toten Dino. Meine Dinos sterben. Meine... Flieg mal schneller, Mann! Du schütteln irgendwo ins Meer und Judas. Kann nicht sein. Was noch Methode hier wegzubringen. Tu's ja gerade so. Da läuft er. Okay, ich denke mal, es wird irgendeiner von denen sein. Wo denn? Hä? Ah, da. Er ist eindeutig abgesoffen. So, noch mehr Leichen. Schön, schön, schön. Ich habe keine Ahnung, wo er den dann scheint er hier irgendwo in den Wald geschmissen zu haben. Tja. Was soll's sagen, ne? Was soll's sagen? Was soll's machen? So, ich schmeiß jetzt noch den Dilophosaurus raus und dann mache ich erstmal kurz Aufnahmepause. Wir schmeißen den Dilophosaurus raus und dann machen wir eine Aufnahmepause. Hallo! Der ist so süß. Der ist so süß. Er ist so süß und mein aller... Das ist wieder ein toter Dino. Oder ist noch von vorher? So, Velociraptor... Velociraptor, geil.
Ja, behalte ich erstmal. Wie viele tote Dinos fliegen denn hier rum? Noch einmal zum Expeditionszentrum. Expediamus. Was? Na gut, aber wie gesagt, dann mache ich jetzt erstmal ganz kurz die Aufnahmepause. Was ist das hier eigentlich mit neu? Nur noch ein Gebäude-Upgrade verfügbar und das ist das da. Ansonsten haben wir alles durchgeforscht. Forscht. Ich will eine West. Wir haben alles durchgeforscht. Na, Kumpels, seid ihr jetzt dicke Homies oder so? Oder wie läuft das bei euch ab? Kann ich auch den Status der Ziege feststellen? Nee. Boah, ich vermute mal tot. Ich vermute mal, der Status der Ziege wird gleich auf tot gestellt bei Facebook. Status der Ziege, tot. So, aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal meine Aufnahmepause. Wir sehen uns hoffentlich in ein paar Tagen wieder, wenn es denn wieder weitergeht. Heute kann ich leider nicht mehr so lange, weil wir müssen auch noch den Digimon-Stream machen. Yeah, Digimon-Stream. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt fast mit Insel 2 fertig, nachdem ich gemerkt habe, dass die Welt größer ist als Amerika. Und naja, ich verabschiede mich jetzt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil es ist schon knapp. Ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Wir haben 5 Millionen.